Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Und Ihnen, Frau Dr. Hennig, zunächst mal herzlichen Dank, denn Sie haben alle wesentlichen Themen genannt, was mir die Arbeit auf der einen Seite etwas erschwert, aber gleichwohl nehme ich gern die Bälle auf, die Sie mir zuspielen. Wir sprechen heute über Standortvorteile und das geht so selbstverständlich über die Lippen wie Globalisierung oder Effizienz. Sie kennen die Begriffe. Aber ich gestatte mir zu fragen, Standortvorteile, warum? Warum brauchen wir Standorte in der Zeit, wo Sie alle mit Smartphone und Laptop durch die Gegend reisen und im Grunde ständig erreichbar sind und auch von überall her kommunizieren können? Die Frage muss man stellen. Ist es womöglich so, dass Ihnen Frau Dr. Hennig für großen Partner einfach Grundstücke verkaufen will, die Sie vielleicht gar nicht brauchen? Die These muss man ja in den Raum stellen. Es spricht ja vieles dafür. Wenn Sie in die 60er Jahre zurückgehen und einen Mann, Marshall McLuhan beispielsweise, nicht unbekannt, wenn Sie ihm damals zugehört haben, war er überzeugt, dass angesichts der Informations- und Kommunikationstechnologien, die sich seinerzeit entwickelt haben, aber bei weitem noch nicht das waren, was wir heute kennen, war er überzeugt, dass im Grunde wir Städte wie New York nicht mehr brauchen. Frankfurt womöglich nicht mehr brauchen. Diese, nennen wir es mal, interessante Idee hat sich eine Weile gehalten. Wenn Sie in den 80er Jahren beispielsweise in Wien waren, hat es durchaus vorkommen können, dass Sie ein Prospekt finden, wo drin steht: Erleben Sie Wien vom Bett aus. Sie müssen da nicht mehr rausgehen in diese lebensfeindliche Umwelt. Das geht auch ohne. Sie schauen sich eine Kassette an und wissen im Grunde alles über die Stadt. So viel zu den Utopien der 60er. Es ist ein bisschen anders gekommen, das wissen wir alle. Und ich denke, Gott sei Dank. Um zu erklären und zu erläutern, warum womöglich Standorte wichtig sind, wir haben das noch zu überprüfen, will ich einen kleinen Rückblick geben. In den 80er Jahren ist im Zuge der Deregulierung der Finanzmärkte die Idee der Global Cities aufgekommen. Also man wusste, dass nicht so sehr die Nationalökonomien entscheidend sind, sondern dass es Metropolregionen sind oder World Cities, die durch ihre Funktionen für die globale Kooperation eine wichtige und entscheidende Rolle spielen. Und die beiden Namen, die man immer wieder nennen muss, sind einerseits John Friedman und Saskia Sassen, die sich da beide intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Es geht um die Verbindung von Standorten und um die Verbindung von, ja, Investitionsstandorten, um die Verbindung von Unternehmen, die seinerzeit Geldströme strukturiert haben und gesteuert haben, aber heute letztendlich auch darum, um Informationsströme. Aber da kommen wir gleich dazu. Einer, der sich damals auch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, nämlich mit der Frage, welche Zukunft haben denn unsere Städte, ist Sir Peter Hall, der lange auch in Cambridge unterrichtet hat. Und er hat damals schon in den 80er Jahren zwei wesentliche Dinge herausgearbeitet, die uns heute womöglich selbstverständlich erscheinen. Nämlich zum einen, dass trotz des Wandels, den wir erleben, die Innenstädte bestehen bleiben und eine wichtige Funktion haben werden. Zum anderen aber auch, dass das Verkehrssystem eine wichtige Rolle spielen wird, beziehungsweise, Sie sehen das im letzten Abschnitt, dass es sogar sein kann, dass dort, wo wir den Luftverkehr organisieren, an Airports, an Flughäfen und die womöglich mit Hochgeschwindigkeitszügen verknüpfen, dass dort was Neues entstehen kann. Das hat er Ende der 80er Jahre geschrieben. Heute wissen wir, dass Metropolregionen wie Frankfurt-Rhein-Main beispielsweise ganz wesentliche Elemente eines inzwischen globalen Wissensnetzwerkes sind. Warum ist das so? Sie bieten ideale Standortbedingungen für höherwertige Dienstleistungen, für Forschung und Entwicklung und natürlich und vor allem auch für die Kreativwirtschaft. Diese Botschaft ist dann auch in Brüssel angekommen, relativ schnell. Weshalb die EU relativ bald formuliert hat, Ende der 90er Jahre, Anfang dann des neuen Jahrtausends, diese
Metropolregionen oder World Cities, wie Sie sie nennen wollen, sind Motoren der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Damit war auch innerhalb der EU zum allerersten Mal die Bedeutung dieser Räume herausgestrichen worden. Bis dahin hatte die Europäische Union die Politik des gleichmäßigen Verteilens bzw. des Gießkannenprinzips. Jetzt hat sie ausgesprochen, die Musik spielt vor allem in den Metropolregionen. Und diese Metropolregionen, um einen neudeutschen Begriff zu nutzen, sind sogenannte Knowledge Hubs. Hier wird nicht nur Wissen generiert, hier wird auch Wissen ausgetauscht. Und wichtig ist, gerade deswegen, weil es so ist, Frau Dr. Hennig hat es erwähnt, die räumliche Nähe. Die räumliche Nähe erhöht die Innovationsfähigkeit. Und das sind Wettbewerbsvorteile für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die Standorte suchen, die im wissensintensiven Bereich arbeiten, die womöglich sogar international aufgestellt sind, haben im Regelfall, nicht immer, aber haben im Regelfall ihre Standorte in Metropolregionen. Das hat auch einen weiteren Grund, nämlich dass Wissen im Unterschied zu Informationen sich nicht technisch abrufen lässt. Sie können Eintrittspreise sicherlich über das Internet erfahren. Sie können auch Zahlen, Daten, Fakten, die bekannt sind, über irgendwelche Plattformen bei Unternehmen abrufen. Aber das Wissen, die Fähigkeit, Informationen zu verknüpfen und anzuwenden, und zwar innovativ, das können Sie nicht über das Internet erledigen und das können Sie auch nicht irgendwo einfach abrufen. Das ist ganz wichtig. Ich hatte von Frankfurt Rhein-Main gesprochen. Frankfurt Rhein-Main, die Metropolregion, ist ein Knowledge Hub allererster Güte. Und vor allem auch deswegen, weil wir hier, was man immer wieder betonen muss, mit dem deutschen Internetknoten den Austauschpunkt für Datenverkehr weltweit haben, der die Nummer eins ist. Es gibt keinen Ort in der Welt, wo mehr Daten ausgetauscht werden als an diesem Ort. Das hat zwei Vorteile, gerade für Unternehmen oder gerade auch für die Finanzindustrie. Sie haben einen exzellenten Zugang zu einer hochentwickelten Infrastruktur. Und durch die extrem gut ausgebauten Netze haben Sie auch im Austausch von Informationen, was für den Handel von bestimmten Produkten und Derivaten eine Rolle spielt, einige Nanosekunden Vorteile. Das heißt, wer hier ansässig ist, handelt schneller und hat unter Umständen auch bessere Vorteile. Im Zentrum dieser Metropolregion, Frau Dr. Hennig hatte es vorhin gesagt, liegt der Flughafen und mit dem Flughafen auch das, was wir Airport City nennen. Aber ich will die Frage nochmal stellen: Warum brauchen wir Standorte, wo wir doch alle Smartphones und Laptops haben? Wir hatten von Wissen gesprochen. Weil wir nur einen kleinen Teil dessen, was wir Wissen nennen, über Medien vermitteln können. Nur ein sehr kleiner Teil. Jetzt will ich die Frage, defätistische Frage stellen, womöglich: Was wissen wir denn über das Wissen? Das kommt uns wie Globalisierung so leicht über die Lippen. Es gibt zwei Arten des Wissens. Das eine ist das explizite Wissen. Das Wissen, das Sie bei Wikipedia abrufen können, das Sie im guten alten Brockhaus auch finden. Auch schön, haptisch, eine feine Sache. Das können Sie überall abrufen heutzutage. Das ist kein Problem. Aber es gibt aber auch das, was die Experten implizites Wissen nennen. Implizites Wissen ist Wissen, das Sie nur aufgrund von Erfahrung haben, das Sie auf keinen Fall am Telefon vermitteln können und auch nicht in einem kleinen Film. Und dieses Wissen ist womöglich entscheidend, warum wir Standorte brauchen. Wie verteilt sich dieses Wissen? Dieses einerseits explizite Wissen, das Sie überall nachlesen können, und das implizite Wissen. Sie sehen diesen Eisberg und ich vermute, dass Sie jetzt eine kleine Vorstellung haben, was jetzt gleich kommen wird. Es sieht nämlich so aus, dass nur ein kleiner Teil dessen, was wesentlich ist, wenn wir von Wissen sprechen, explizites Wissen ist. Also das Wissen, das ich mit den eben genannten Formen abrufen kann. Weit bedeutender und in der Menge weit wichtiger ist das implizite Wissen. Und ich glaube, der Eisberg, so wie er ausschaut, vermittelt dieses Bild recht anschaulich. Aber wie komme ich jetzt dahin, dass ich dieses implizite Wissen, von dem wir eben gesagt haben, dass es relevant ist, womöglich relevanter als das explizite Wissen. Wie kann ich dieses Wissen austauschen?
Vor allem, wo kann ich es austauschen, wenn ich es austauschen kann? Die Voraussetzungen für diesen Austausch von implizitem Wissen sind räumliche und soziale Nähe, eine persönliche Kommunikation und Interaktion mit Partnern, diese berühmten Face-to-Face-Kontakte und wichtig auch Erfahrung und Beobachtung, also das, was ich nicht so leicht weitergeben kann. Ja, die Frage, ich will sie wiederholen, wo wird dieses Wissen ausgetauscht? Beispielsweise in der Airport City. Das kann eine Innenstadt sein, keine Frage. Das kann aber auch und vielleicht sogar vor allem eine Airport City sein. Sie sehen hier den Entwurf einer Airport City, ich nenne sie mal im Jahr 2025. Warum? Weil wir hier schon, hier das Terminal 3 schon steht. Sie sehen aber auch das hier, was Frau Dr. Hennig eben vorgestellt hat. Das ist das ausgebaute Gateway Gardens. Wir haben hier Square und wir haben hier die Cargo Cities, auch hier mit der 900 Westbahn. Diese Standorte entwickeln sich heute zu Standorten, die nicht mehr bloß reine Infrastrukturen sind. Also wir reden, wenn wir über Airport Cities sprechen, nicht nur mehr darüber, dass hier Flugzeuge ankommen und abfliegen, sondern zum einen darüber, dass diese Flughäfen, die jetzt auch weltweit vernetzt sind, untereinander inzwischen schon, wie auch Städte, wie auch Metropolregionen, im Wettbewerb stehen. Und dass diese Airports, jetzt kommt eine sehr steile These, dass diese Airports und die Airport Cities, von denen wir sprechen, ja, so was Ähnliches sind wie eine Modern City. Das sagt Martin de Grove. Er ist, Sie sehen es, stellvertretender Generaldirektor der Schiphol Group. Schiphol hat den in Europa am besten entwickelten, die am besten entwickelte Airport City. Modern City klingt gefährlich, weil wir wohnen hier nicht. Frau Dr. Hennig hat das vorhin zu Recht gesagt. Aber die Frage ist, wie entstehen Städte? Städte entstehen immer dort oder sind immer dort entstanden, wo sich Informations-, Personen- oder Warenflüsse gekreuzt haben. Das waren Flüsse früher, die Standorte lagen am Meer oder sie sind dort entstanden, wo uralte Handelsrouten sich gekreuzt haben. Das war der Punkt, dort sind Städte entstanden. Wenn das so ist, wenn das ein entscheidendes Kriterium dafür ist, wie Städte entstehen, muss man zumindest die Frage stellen, ob diese Airport Cities, auch wenn wir dort nicht wohnen, zumindest stadtähnliche Gebilde sind. Im englischsprachigen Raum gibt es dafür so diesen Begriff des Cityness, der Städtischkeit. Wie schaut es denn aus mit unserem Standort hier in Frankfurt Rhein-Main mit der Airport City? Vielleicht zwei Beispiele. Ein aktuelles von der Berenberg Bank, die immer mal wieder ein aktuelles Ranking vorstellt. Da liegt Frankfurt Rhein-Main, Frankfurt vor allem, auf Platz 1 bundesweit. Und das andere, was ich Ihnen vorstellen möchte, die GORC-Gruppe, Globalization and World Cities Research Group, sitzt in Großbritannien an der Loughborough University. Und die GORC-Gruppe ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich weltweit auf der Basis von dem, was Saskia Sassen oder John Friedman entwickelt haben, nämlich World Cities, die sich weltweit damit beschäftigen, wie diese World Cities miteinander vernetzt sind, wie die Sachen funktionieren und welche Ströme, Informationsströme fließen, wie das sich räumlich auswirkt. Und auch diese Gruppe hat festgestellt, dass wenn man sich die deutschen Standorte anschaut, die deutschen Metropolregionen, dass Frankfurt Rhein-Main unter allen Standorten der Standort ist mit den meisten wissensbasierten Arbeitsplätzen in Deutschland. Nochmal, Frankfurt Rhein-Main ist der Standort in Deutschland, der die meisten wissensbasierten Arbeitsplätze hat. Jetzt hat die Sache einen kleinen Haken. Sie sehen oben die Zahlen, wie sich die wissensbasierten Arbeitsplätze entwickelt haben in Frankfurt Rhein-Main von 264.000 auf 288 Personen, in München von einem niedrigen Niveau 211 auf 240.000 Personen. Die Gruppe hat auch gefragt, wie die Dynamik in den einzelnen Standorten ist, an den einzelnen Standorten, hat festgestellt, dass die Dynamik in München eine weitaus größere ist als im Moment in Frankfurt Rhein-Main. Dieser Zusammenhang, von dem ich gesprochen habe, die weltweite Vernetzung von Standorten, die Entwicklung von Flughäfen über
eine reine Infrastruktur hinaus zu zumindest stadtähnlichen Gebilden. Die Attraktivität solcher Standorte für Unternehmen und die Tatsache, dass eben dort auch jene Leute arbeiten, die die hochwertige wissensbasierte Dienstleistung erbringen, zeigt, welche Rolle Airport Cities spielen. Und dabei ist die physische Interaktion vor Ort ein ganz entscheidender Punkt. Wir brauchen also Standorte, wir brauchen Orte, wo sich Menschen treffen. Weil sie hier etwas bekommen, was man nennt räumliche und relationale Nähe. Räumliche Nähe ist klar. Zu Ihnen ist der Weg nicht weit, wir haben eine räumliche Nähe. Relationale Nähe heißt aber auch, dass Sie drüben in den Flieger steigen können und Ihr Tochterunternehmen in Sao Paulo oder in Moskau innerhalb kürzester Zeit besuchen können. Das ist die relationale Nähe. Das sind die Netzwerke, die entstehen. Das Zentrum dieser Airport City, und da möchte ich Frau Dr. Hennig ausdrücklich recht geben, sehe ich in der Tat auch in Gateway Gardens. Warum? Weil hier nicht nur internationale Headquarter ansässig sind, nicht nur weil hier Hotels sind, sondern weil es genau der Grund ist, warum das House of Logistics, das Sie hier sehen, gebaut worden ist. Wir sind als Einrichtung, die im Grunde weltweite Vernetzung nutzt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Wenn Forscher, wenn Unternehmensvertreter aus den USA kommen, können die bei uns sofort weiterarbeiten. Und sie können sich in diesem Haus auch optimal vernetzen mit Kollegen, mit anderen Unternehmen. So sieht dieses Haus aus. Mitten in der Airport City, mitten in Gateway Gardens. Und dass dieses Zusammenarbeiten, diese räumliche Nähe ganz entscheidend ist, sagt auch beispielsweise Marissa Meyer, die bekannt ist als, um es vorsichtig zu formulieren, harter Hund in der Szene. Sie sagt klipp und klar, wir müssen ein Yahoo sein und das beginnt damit, dass wir physisch zusammen sind. Ich will kurz zum Schluss Ihnen 2, 3 Beispiele für Airport Cities nennen und Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es weltweit eine Entwicklung gibt, die wir sehr beachten sollten. Doha ist ein Beispiel. Doha im Mittleren Osten wird gebaut wie eine Stadt und entscheidend ist der zweite Punkt, da gibt es Ausbildungseinrichtungen auch, die konsequent geplant werden. Rem Koolhaas, der Doha baut, diese Airport City, sagt, es sei das erste ernsthafte Bemühen in der Welt, einen internationalen Flughafen mit der Stadt zu verbinden, die der Flughafen bedient. Müssen wir uns keine Sorgen machen? Haben wir längst. Das zweite Beispiel, die China Southern Airport City. China Southern ist eine der größten, ich glaube sogar die größte Airline in China. Und auch hier sehen Sie, dass wir im zweiten Bezirk Forschungsbezirke haben. Und das dritte Beispiel, nein, das vielleicht nur zwei Kommentare dazu, an denen Sie sehen können, wie das international eingeschätzt wird. Eine neue Landmarke für eine Arbeitsplatzkultur in China oder eine kühne Neuinterpretation des Modells eines Unternehmenscampus. Also hier ist auch die räumliche Nähe explizit herausgestellt. Songdo City ist ähnlich, da geht es um 20 bis 40 Milliarden US-Dollar an Investitionen. Auch hier wird kräftig gebaut und natürlich spielt auch dort die Ausbildung, die Universität eine ganz entscheidende Rolle. Und der Direktor der Entwicklungsgesellschaft für Songdo in Südkorea sagt klipp und klar, das Konzept eines Flughafens wandelt sich. In der Vergangenheit ging es einfach nur um Transport. Aber wenn wir vorankommen wollen, müssen wir eine Destination schaffen. Die Airport Cities in Asien müssen uns keine Sorgen machen. Auch auf Doha sollten wir mit einer gewissen Gelassenheit schauen. Wer interessant ist, auch als Konkurrent in Europa, ist Schiphol, weil dort diese Idee der Airport City mit all dem, was Frau Dr. Hennig auch vorhin erzählt hat, was ich Ihnen bereits ausgeführt habe, weil es dort bislang am weitesten vorangeschritten ist. Und Sie sehen auch unten, welche Unternehmen sich inzwischen angesiedelt haben. Auch ein Unternehmen wie, wo sind Sie? Terramark. Terramark ist ein Unternehmensdienstleister, ähnlich wie viele andere, die hier auch im deutschen Internetknoten sind. Die sind mit dem Transfer von Daten beschäftigt. Und schade, dass die sich dort angesiedelt haben und nicht hier. Was sagt die, ich hätte andere Beispiele nennen können, was sagt das Wall Street Journal beispielsweise? Das ist, Schiphol ist ein wesentlicher Punkt in der Entwicklung der Airport Cities weltweit.
Müssen wir uns da jetzt Gedanken machen? Ich will es zusammenfassen. Ich glaube, nein. Zum einen haben wir ideale Verbindungen weltweit durch den Flughafen. Zum zweiten haben wir hier ein Konzept, um nicht nur Gateway Garden zu entwickeln, sondern auch eine Airport City aufzubauen. Zum dritten geht es darum, dass wir es schaffen, angesichts einer, ich darf den Frankfurter Verkehrsdezernenten Stefan Mayer zitieren, in einer der vermutlich grünsten Airport City der Welt, jene Leute anzuziehen, die für Innovation, Interaktion verantwortlich sein werden. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, Frau Dr. Hennig hat das vorhin getan, weiß man auch warum, weil wir auch das Umfeld dafür haben, weil die neue Arbeitswelt hier sehr gut aufgehoben ist. Und ein letzter Satz, vergangene Woche sind die Nobelpreise verliehen worden und ein bekannter deutscher Radiosender hat gefragt, warum haben denn so viele Menschen, Forscher in den USA, diese Nobelpreise bekommen? Da gab es zwei Antworten. Die erste Antwort, weil sehr viel Geld da ist. Und die zweite Antwort, weil diese Wissenschaftler weitaus stärker vernetzt sind als viele, viele europäische Kollegen. Das wiederum spricht für den Standort, das spricht für die Airport City Frankfurt-Rhein-Main. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Dankeschön.